Heute zeige ich dir, wie du das günstigste Mittel für Darmfloraaufbau selbst und einfach zu Hause herstellen kannst. Ich bin Victoria, Ernährungsberaterin mit Fokus auf hochvegane Ernährung und Bloggerin auf rockzotti.com, wo ich über Rohkost, Fitness, chemiefreie Pflege und gesunden Lifestyle schreibe. Nach einer langen Antibiotikaeinnahme wegen meinem entzündeten wurzelbehandelten Zahn, der schon entfernt wurde, musste ich meine Darmflora aufbauen. Die Bedeutung einer gesunden Darmflora für unsere Gesundheit ist enorm. Sie spielt eine entscheidende Rolle für unser gesamtes Wohlbefinden, einschließlich der Verdauung, Aufnahme der Nährstoffe und emotionalen Lage. Die günstigste und natürlichste Weise, Darmflora aufzubauen, ist, Lebensmittel selbst zu fermentieren. Das einfachste Rezept ist dieser probiotische Kwas. Einfacher und günstiger geht es wirklich nicht. Auf dem Weißkohl befinden sich bereits natürliche Milchsäurebakterien, die auch in unserem Darm leben. Die Milchsäurebakterien fangen an, den im Weißkohl enthaltenen Zucker in Milchsäure umzuwandeln. Der Kwas stellt nicht nur gute Darmbakterien wieder her, er reinigt den Körper, stärkt das Immunsystem und gibt unglaublich viel Energie. Manchmal weiß ich nicht, wohin damit. Für das Rezept brauchst du 1 Kilo Weißkohl und 1200 ml Wasser, sowie einen Mixer und ein großes Glas. Ich muss sagen, dass der Geschmack von diesem Kwas ohne Gewürze nicht zum Genießen gedacht ist, sondern für einen praktischen Zweck. Ich verwende keinen Salz, weil ich möchte einen maximalen und cleanen Effekt haben. Du kannst natürlich Salz und Gewürze hinzufügen, dann schmeckt der Kwas viel besser. Schneide den Kohl in große Stücke und mixe mit dem Wasser im Mixer. Wenn alles auf einmal nicht passt, mache es in Teilen. Gieße alles in ein großes Glas, decke mit einem Tuch zu und stelle an eine warme Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ich stelle im Winter an der Heizung und im Sommer einfach in die Ecke und decke mit einem großen Handtuch zu, damit es dunkel wird. Der erste Kwas braucht 4 Tage, dabei rühre 2-mal am Tag mit einem Holzlöffel die Masse durch. Nach 4 Tagen hast du ein powervolles probiotisches Getränk. Gieße es durch einen Sieb, das Flüssige stelle in den Kühlschrank und trinke 1 Glas am Tag vor dem Essen. Den Brei, der im Sieb geblieben ist, bewahre im Container im Kühlschrank auf. Bei der nächsten Quaszubereitung füge ihn hinzu. Das wird die Fermentation beschleunigen. So wird er in 2 statt in 4 Tagen fertig sein. Wenn dir das Rezept gefallen hat, gib dem Video einen Like und schreibe einen Kommentar. Teile das Video in deinen Instagram Stories und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.